Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin am Video Urs. Heute müssen wir mal wieder Erste Hilfe quatschen. Und es geht heute um ein Thema, was wir wirklich sehr lange nicht hatten. Und zwar geht es um Traumabandagen. Die hier habe ich auch von Lifeguard auf der Redmobil geschenkt gekriegt. Mit der Bitte, ich möge da mal einen Blick oder zwei drauf werfen. Und das werden wir tun. Ich meine, das mache ich ja relativ regelmäßig und das mache ich gerne. Intro, Erklärbär, Attacke. Showtime, folks. Also, heute geht es also wieder mal um mein Lieblingsthema, beziehungsweise um das Thema, was ich wirklich gut kann, das, wofür ich stehe und das, was wirklich mir eine Herzenssache ist. Und zwar geht es um medizinische Leckabwehr, wenn man so will. Es geht um starke Blutung und wie man das Ganze verhindert. Und das hier ist eine Traumabandage von Lifeguard. Hier kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen. Diese Kuhle, da ist ein Plastikauge drin. Ist dieser hier sehr, sehr ähnlich. Dazu habe ich mich schon mal ausgekaspert. Das Video gebe ich euch hier. Und wir packen beide aus und wir werden beide uns mal genauer angucken. Beide sind, wie man unschwer erkennen kann, das sind ziemliche Trümmer, die du in keine normale Erste-Hilfe-Tasche kriegst. Aber beide haben irgendwo ihre Bewandtnis, je nachdem, was ihr damit vorhabt. Okay? Gut. Was können diese Bandagen? Beide können starke Blutung stoppen. Relativ easy. Druckverband damit machen, überhaupt kein Thema. Die hier hat dahingehend ein echtes Problem mit der Vakuumierung. Die gibt es auch in flach, die ist dann aber nicht wirklich viel flacher und das ist dann vor allem immer noch so von der Abmessung hier ungefähr, das tut sich also nicht allzu viel. So, warum ist das so ein Trümmer? Bei der hier ist der Grund, und das gucken wir uns mal an, dass du eine Verpackung hast, noch eine Verpackung. So, und hier haben wir jetzt eine Wundauflage. Und diese Wundauflage, das seht ihr schon, die ist ziemlich dick. Da ist eine Tasche und in dieser Wundauflage befinden sich 3 Meter Gase in Z-Schlaufe. Also im Grunde dasselbe wie bei der komprimierten Gase von Lifeguard. Foto dazu habt ihr jetzt hier, ein Video zur komprimierten Gase, natürlich auch. Hier ist ebenfalls ein solches Plastikauge und dieses Plastikauge dient in bestimmten Situationen als Druckapplikator, dass du auf eine Wunde in welcher Art und Variante auch immer Druck ausüben kannst. Hier vorne ist Haken-Flauschband, in dem Fall vielmehr Hakenband. Genau. Und hier ist die Besonderheit, dass du dieses Hakenband in etwa allen 30 cm Entfernung hast. Das macht das Verbinden an sich schon mal sehr, sehr einfach. Wir gucken uns das mal an meinem Lieblingsverband am Kopfverband an. Wir nehmen dieses ehrenwerte Teil. Ach ja, einen noch zu diesem hier. Da ist eine Folie drin in dieser Tasche, mit der du luftsaugende Wunden zumindest improvisiert abdecken kannst. So, zurück zu meiner Kopfplatzwunde, meiner Lieblingskopfplatzwunde. So, und da können wir den ganzen Quatsch schon loslassen und können eigentlich nach Hause gehen. Das ist ziemlich geil. Aber wie gesagt, das Ding ist halt ein echter Trümmer. Diese Bandage ist auch nicht so lang wie der Rest der auf dem Markt befindlichen. Und hier am Ende habe ich auch diesen Knebel. Ich habe hier aber auch wieder dieses Hakenband. Das heißt, ich brauche da gar nicht irgendwo wild einhaken, wie mit irgendwelchen anderen Bandagen.
Das ist schon ziemlich geil, aber nochmal, das ist ein echter Trümmer. Und so ganz günstig ist sie auch nicht. Hier haben wir die Gase drin, hier haben wir die Folie drin. Was wir mit dieser Bandage aber durch dieses Auge sehr, sehr gut machen können, durch dieses Plastikauge, wenn wir jetzt mal meinen anderen Lieblingsverband nehmen, wir haben hier nicht so eine Daumenschlaufe wie bei den anderen verschiedenen üblichen Verdächtigen. Nichtsdestotrotz, nevertheless, ich entsafte hier übers Handgelenk. Habe hier aber dieses Hakenband dran, ziehkräftig genug. Jetzt habe ich hier schon mal Vorspannung. Total geil eigentlich. So, jetzt gehe ich bei und übe hier etwas größeren Druck aus. Dieses Plastikauge ist auf meiner Stelle, wo ich vor mich hin entsafte. Und hier kann ich mich entscheiden, entweder das Hakenflauschband zu nehmen oder die Klammer am Ende einhängen. Was ich im weiteren Verlauf, gerade wenn wir längere Transporte haben, hier aber machen kann, ist, dass ich hier eine Beobachtung von dem Verband machen kann, ob der Verband durchsuppt. Das sagt mir nämlich dieses Auge. Und das ist eigentlich eine ganz pfiffige Sache. Dann weiß ich nämlich, kann ich auch dokumentieren zwischendurch, ob meine Maßnahme, die ich da angewendet habe, ob die wirklich funktioniert, ob die, wie es in der Medizinerei so schön heißt, suffizient ist. Nein, nicht, ob sie säuft, sondern ob sie wirklich funktioniert. So, das war also die Olds Modular. Wie gesagt, tierischer Trümmer und selbst die flache macht es jetzt nicht wirklich viel besser und ist zwar eine eierlegende Wollmilchsau, aber klein und schmächtig war da gerade nicht im Programm. Zurück zu der von Lifeguard. Also wie gesagt, die hier hat ein echtes Problem mit der Verpackung. Und zwar zieht hier normalerweise die Verpackung sehr, sehr leicht und sehr, sehr gerne mal Nebenluft. Das heißt, ihr wackelt da so ein bisschen an dem Plastik rum und dann fängt das Ding an, Luft zu ziehen. In dem Moment, wo es Luft zieht, ist es nicht mehr steril. Wenn das Ding also in aufgedunsen bei euch ankommt, so mit Luft gezogen darf sie in Deutschland eigentlich nicht verkauft werden. Wie gesagt, ist dann nicht mehr steril. Medizinproduktegesetz, labarababa. Lifeguard. Lifeguard hat in der ersten Variante von dieser Traumabandage ein ganz ähnliches Problem gehabt. Und jetzt gucken wir uns die Bandage mal an. Die Verpackung an sich macht auf mich einen sehr gescheiten Eindruck. Das Ding habe ich jetzt also seit der Redmobil jeden Tag in meiner linken Oberschenkeltasche. Ganz einfach, weil ich es wissen wollte. Und da hat es sehr, sehr gut gehalten. So, was wir hier haben, ist wieder Bandage in hochelastisch, was ich sehr geil finde, mit Flauschband, was ich auch cool finde. Wir haben hier zumindest angedeutet, aber wirklich nur angedeutet, so eine Öse. Da kommt ihr aber nicht mit dem Daumen durch, das ist auch gar nicht notwendig. Hier habt ihr dieses selbe Plastikauge. Hier haben wir eine Wundauflage, die wir entweder so ausklappen und größer machen können, oder aber, die wir hier abtrennen können in der Mitte und können dann zum Beispiel bei Schussverletzungen Ein- und Austrittswunde versorgen. Was wir hier jetzt nicht haben, ist das Klett dann irgendwie alle 30 cm, aber auch das ist, finde ich, nicht allzu wild. Wir machen wieder das übliche Spiel, Kopfverband. Ich entsafte. So, ich habe den Klett hinten dran festgemacht und kann, wie man hier unschwer erkennen kann, eigentlich das gute Stück schon fallen lassen. Mache ich jetzt aber nicht. Aus Gründen der Fairness wickeln wir weiter. Denn diese Bandage ist länger und wie ich finde auch elastischer als die Olds Modular. Und jetzt haben wir, und das finde ich an dieser Bandage hier wirklich geil. Wir haben hier das Hakenband und wir haben den Knebel. Ich kann das Ding also da
Klipsen und bin good to go. Rettig to rock'n'roll sozusagen. Das finde ich ziemlich geil. Allen Ernstes. Wo ich mir diese Bandage vorstellen kann und sehr, sehr gut vorstellen kann und wo ich die wahrscheinlich sogar tatsächlich nutzen werde, ist bei der Arbeit mit meinen Fellnasen, mit meinen Mallinasen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Gerade mit diesen, mit dieser Art von Wundauflage, da hast du nämlich den ganz großen, gigantischen Vorteil, dass du, wie gesagt, hier nimmst du den ab, voilà. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Biss vom Hund hast, hast du das Problem, du hast da irgendeine Zahnreihe und wahrscheinlich auch da irgendwas. Jetzt gehst du bei, machst den einen da rauf, machst den anderen auf die andere Fahrtrichtung und voilà. Beide Zahnreihen, Abdrücke von dem Hund, sauber, tatsächlich versorgt. Hier am Schluss kannst du entweder den Knebel, diese Spange nehmen oder das Klettband. Dass der beides hat, finde ich echt geil, muss ich ehrlich gestehen. Kannst aber auch beigehen, kannst den, wenn du den mit dem Klett verschlossen hast, gehst du mit der Spange bei und sicherst den gegen unbeabsichtigtes, eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle. Also ich finde die geil. Also ich kann mir die wirklich gut für Hundeführer vorstellen, beziehungsweise für Damen und Herren, die gern mal mit Hunden und mit entsprechenden Verletzungen zu tun haben. Das können zum Beispiel auch Jäger sein. Dafür, für derartige Derartigkeiten, das ist schon ziemlich cool. Noch habe ich sie nicht im Shop. Aber ich glaube, je länger ich drauf rumdenke, desto geiler finde ich die Idee eigentlich. Nee, ernsthaft. Also selbst wenn du nicht die ganze von und zu, kannst du zum Beispiel beigehen im Wald und auf der Heidi, wenn du irgendwo weit, weit weg im Gemüse bist, bist hier raufgefallen, bist gestürzt, hast dir die Hand aufgeschürft, willst das Handgelenk ein bisschen bandagieren. Gehst du bei und machst hier das Auge ab. Was du mit dem Auge übrigens noch machen kannst, wir stellen uns mal vor, ich habe einen Fremdkörper im Auge. Dann kommt der darüber. Wir machen es einfach mal. Bei Fremdkörper in den Augen, Leute, geht bitte bei, gerade wenn ihr mit mehreren unterwegs seid, und verbindet beide Augen. Weil die Augen sind tatsächlich parallel geschaltet, die bewegen sich also alle beide immer mit. Selbst wenn du das eine zuhältst und sich das andere nur bewegt, dann bewegt sich das Auge, das eigentlich betroffene Auge, mit. Jetzt machen wir den darauf. Wir gehen mal davon aus, ich bin alleine unterwegs. Da wäre schon ganz schön, wenn ich alleine unterwegs bin, wenn ich noch sehe, wo ich hinlaufe, oder? So. Voilà. Hier hinten übliches Spiel. Aus Gründen der Fairness nehme ich jetzt nur den Klett und bin ready to rock'n'roll. Sieht auch nicht beschissener aus als sonst. Bringt aber vor allem Ruhe ins Auge rein. Ich finde die geil. Ganz ehrlich, ich finde die cool. Ja, sie hat nicht alle 30 cm diesen Klett. Muss es das sein? Nö, eigentlich nicht. Und wie gesagt, also gerade so für Damen und Herren, die mit Hund unterwegs sind, im Wald und auf der Heidi, Jäger, Hundeführer in any kind, ja klar, warum nicht? Leute, zum besseren Verständnis, ich habe die Traumabandage von Lifeguard zwar geschenkt gekriegt, aber der Deal war der, dass wenn ich mit der Bandage nicht einverstanden, beziehungsweise wenn es da Schwierigkeiten mit gibt, dass wir die Köpfe zusammenstecken und dass wir dann gemeinsam nach einer Lösung suchen und gemeinsam eine Lösung finden. Und das ist jetzt irgendwie kein leeres Gequatsche oder so, sondern die finde ich wirklich gut. Noch habe ich sie nicht im Shop.
Wenn ich einen passenden Zulieferer finde, packe ich es unten in die Videobeschreibung. Können wir uns darauf einigen? Kinder, es macht keinen Blödsinn da draußen. Passt auf euch auf. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.